So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, wir sind hier im südlichen, in der südlichen Region von Hogwarts unterwegs, haben uns mit Scrope hier getroffen, dem Hauselfen Rebellion. Von Professor Black. Und er hat uns gebeten, da hinten zu einer Grotte zu gehen und da Toast hinzulegen, um auf dem Podest, um dass wir in der Hinsicht dort dann zum einen unsere fehlenden Buchseiten, zum anderen aber auch Dings hier. Levioso. Accio. Expelliamo. So. Zum anderen aber auch einen Ring. Entschuldigung. Einen Ring aus der Grotte holen. So. Na, kommt mal. Hawk. Accio. Levioso. Expelliamus. Reparo. Ah, durchgelaufen, mein Freund. Aua. Levioso. Aua. Lass mal. Aua. Protego. Accio. Bräuchte doch eher Incendio. Levioso. Incendio. Lauter da. Levioso. Protego. Incendio. So. Aua. Incendio. Protego. Accio. Levioso. Stupro. Incendio. Accio. Levioso. Aua. Schnell. Protego. Stufo. So. Hier ist noch einer. Stufo. Incendio. So. Gott. Na bitte. Geht doch. Halleluja. Alter. Revelio. Ist das nervig gewesen mit den Viechern hier. Aber hey, wir haben ein bisschen von ein paar von deren Zungen. Das ist schon mal ein bisschen was. Wenn auch nicht viel. Aber wir haben die Viecher platt gemacht und Zungen und ich glaube eine Herausforderung haben wir auch. Der Kraken! Es ist das Symbol des Kraken. Was soll ich mit einem Stück Toast? Ich glaube, das gehört wohl dorthin. Dahinter ist eine Nebenquest. Wild. Interessant. Ich meine, als Gryffindor hatte ich die Quest gar nicht. Finde ich sehr interessant. Guck mal hier.
Die Karte, die kenne ich aus Gryffindor. Hm, eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. Apollonias Blacks Tagebuch. Kann das sein? Besuch? Ah, Richard. Den kennen wir anderweitig aus Dings. Mein Name ist Richard Jackdaw. Vor einem Jahrhundert war ich ein Schüler, genau wie du. Wie in aller Welt hast du diesen Ort gefunden? Ein Hauself namens Scrope schickt mich. Ich suche hier einen Ring der Familie Black. Ah, leider habe ich den Ring schon vor langer Zeit verkauft. Armer Scrope. Schwärmt er immer noch für Apollonia? Ich könnte es ihm nicht verübeln. Ich habe all diese Schätze gestohlen, um sie zu beeindrucken. Leider vergeblich. Ich dachte, eine geheime, von Peeves stibitzte Karte würde ihr Interesse wecken. Aber sie hat nur die Augen verdreht. Was soll ich mit vergilbten alten Seiten aus einem Buch? Nicht gerade meine Sternstunde. Gib sie mir. Ich muss darauf bestehen, dass du sie mir sofort gibst. Hier sind sie nicht. Ich dachte, wenn Apollonia nicht an der Karte selbst interessiert ist, führt sie mich ja vielleicht wenigstens zu etwas, das ihr Interesse weckt. Also bin ich der Karte gefolgt. Zu einer Art verzauberten Höhle. Und, tja, du siehst ja, was dann geschah. Ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo die Seiten sind? Okay. Wie hast du denn... Ich kann mir denken, wie du gestorben bist. Aber wer hat dir das angetan? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Macht Sinn. Wozu der Toast? Warum brauchte ich Toast, um hier reinzukommen? Das war Apollonias Idee. Manche Tintenfische lieben wohl Toast. Das hätte man dir in Hogwarts beibringen sollen. Wie konntest du Peeves bestehlen? Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen, was auch immer das meiste Chaos verursacht. Er hat sie nach einer besonders heftigen Rauferei in der Bibliothek verloren. Okay, wir sehen uns im Wald. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Seiten zu bekommen, treffen wir uns im Wald. Die Seiten sind bestimmt immer noch in meiner Weste. Wenn dir der Anblick meines, nun, enthaupteten Gerippes nichts ausmacht, gehören sie dir. Jo. Nebenbei interessante Gesichter da. Revelio. Ja. Der Kraken. Einmal zu Scrope zurück. Um ihnen zu berichten, was ich rausgefunden habe. Tja, tut mir jetzt leid für Scrope. Wobei ich hätte den Ring auch gern behalten, wenn ich ihn gefunden hätte. Hey Scrope. Hallo Scrope. Dank dir konnte ich Apollonias Grotte betreten. Der Toast war der Schlüssel. Ich habe dort einen Geist getroffen. Richard Jackdaw. Er wird mich zu den Seiten führen, die ich suche. Tja, der Junge war nie gut genug für Apollonia. Was ist mit dem Ring der Familie Black? Leider hat Jackdaw ihn schon vor langer Zeit verkauft. Wie schade. Nun braucht Scrope etwas anderes, um den Schulleiter zu beeindrucken. Scrope tröstet sich damit, dass zumindest der junge Slytherin gefunden hat, was er brauchte. Das habe ich. Danke, Scrope. Du machst den Hauselfen alle Ehre. Plump. Scrope's letzte Hoffnung. Revelio. Das war wohl nichts mit seiner Hoffnung. Ne?
Das war dann wohl nichts. Oh, wir müssen kurz warten. Ich laufe einmal kurz. Genau. Triff Richard im verbotenen Wald. Wisst ihr was? Ich bin gerade hier. Levioso. Ich würde sagen, Akio. Dann schieben wir den einmal, ziehen wir den einmal hier drauf. Incendium. Machen wir das einmal. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Revelio. Ne? Wenn ich eh gerade hier bin, schnapp ich mir schnell mal die Schatztruhe hier. So. Dann habe ich das wenigstens. Ne? Genauso hier. Ich glaube, Dings kann ich dann auch schnell mal machen. Hier, wenn ich schon mal hier bin. Ich weiß, normalerweise wollte ich das alles offscreen machen, aber wie gesagt, wenn ich gerade schon hier bin und ich habe ja auch noch Malvenkraut in der Tasche, dann mache ich das schnell mal. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Und ich weiß ja, das Ding, das ist ja nur, ne? Husch. Akio. Im Grunde nur einmal hier runterrollen lassen. So. So. Mehr ist das ja nicht. Prüfungen kriegen mich nicht klein. Mehr ist das ja nicht. Ne? So. Und vor allen Dingen, dann habe ich auch schon die nächste Dings fertig. Ja. Nächste Herausforderung. Erstmal hier Amphibienschutz haben wir hier bekommen. Schon mal. Und mehr Platz für Ausrüstung. Nice. Gerade weil Ausrüstungsplätze sind ja nur begrenzt. Das finde ich dann wenigstens hilfreich, dass ich da wenigstens die mehr Plätze habe. So. Ja. Was haben wir denn da? So, die Schatzkarte und das alte Tagebuch. Kann ich aber leider nicht dingsen. Das ist das Doofe. Ich kann die leider gerade nicht angucken. Sagen wir es mal so. So. Genau, da oben sollen wir hin. Ich bin ganz ehrlich, ich würde tatsächlich ungern jetzt da die Quest fertig machen. Wir gehen erstmal denen nach, würde ich sagen. Weil, es soll der verbotene Wald sein, ja. Ich würde dem erstmal nachgehen. Weil wir haben eh nur noch so 6 Minuten. Sieben Minuten so. Deswegen würde ich das eher ungerne. Revelio. Warte mal, was? Ups, sorry, jetzt habe ich wieder den Kohl geschmissen hier. So, da. Über die Brücke zu dem verbotenen Ding. Ich schätze mal, sie ist eher in der Nacht als am Tage. Vermute ich mal. Vermute mal, dass ich eher nachts die sehen würde. Revelio. Statt am Tage. Hey, guck mal. Meine liebste Apollonia, würdest du mir zu einem Picknick anschließen.
Ich weiß, dass du eine hervorragende Pastete aus Cornwall fast so sehr magst wie einen guten Krimi. Ich hoffe, dich bald wiederzusehen. Dein Richard. Ah, also der Herr hat tatsächlich ne, versucht, Dings zu machen. Komisch. Hä? Was sind denn hier? Wait a minute. Das kommt der irgendwie nicht hin. Also hier ist das Tor für Dings. Das wären ja die Dings. Die Frage ist jetzt, wo die Kerzen sind. Das wundert mich jetzt. Nein, da war es nicht da. Ne? Ach ja. Ich trottel. Man sollte auch mit Lumos darüber rüberflitzen. Ne? Und nicht mit Dings. Nicht so. Man soll mit Lumos hier rüber. Und da sind die Kerzen. Verzauberte Kerzen. Wohin mögen die führen? In den Wald. Die Kerzen scheinen in den verbotenen Wald zu führen. Ach. Really? Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Vor allen Dingen, weil wir schon im verbotenen Wald so halbwegs sind. Ja. Dieser komische Kraxler. Da drüben. Okay. Bitte nicht zu den Spinnen. Danke. Der Schatz muss in der Nähe sein. Ein Picknick im verbotenen Wald. Ich habe ein Händchen für Schätze. Revelio. Vor allen Dingen ist das ja der. Die Schatzkarte, die wir da gedingst hatten. War ja nur ein Skin. War trotzdem. Finde ich cool. Ne? Vor allen Dingen schön romantisch eigentlich, der Platz. Wenn man es so nimmt. Ne? Was haben wir denn hier Schönes im Wald? Da ist ein Banditenlager. Da ist ein Spinnenhort. Kampfarena der dunklen Künste. Nett. Aber ich würde sagen, wir müssen jetzt langsam eventuell mal schauen. Da würde ich zumindest gerne mal vorbeischauen. Ne? Ich weiß, es ist Nebenstuff, aber wir haben eh nicht mehr so viel Zeit. Ne? Und da hätte ich vielleicht wenigstens mal die Möglichkeit. Die man dir in Hogwarts beibrachte, wird ein Untergang sein. Ne? Moin Moin! Achso, entwaffnen soll ich sie, ja. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Bock. Nein! Protego, Levioso, Accio. Zack, 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 zack. Expelliarmus. Zack. Ich belle nicht nur, ich beiße auch. Perfekter Treffer. Accio, Levioso. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Accio, Protego, Stupro. Levioso. Expelliarmus. So. Fuß dahin. Accio. Zack, zack, zack. Boff. Hammer schnell. Accio. Protego, Levioso. Expelliarmus. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Bock. Revelio. So. Einfach mal schnell so ein Lager. Oh, Gift 2. Alles klar. Einfach. Accio. Komm mal her hier. Heliam. Was war das?
Na komm. Pah, selbst ein Knuddelmuff hat mehr Wumms. Protego. Gut. Stupor. Akio. Na? Rivelio. Wo ist er? Niemand entkommt mir. Akio. Komm mal her, hier. So, danke. Rivelio. Wie gesagt, ne? Einfach mal schnell. Ne? So. Aber. Ich würde sagen. Wir gehen einmal schnell zu der Brücke hier hinten. So. Und hier würde ich sagen, beenden wir auch erstmal diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder rein, wenn wir dann hier hinten die Quest, also Jackdaws letzte Ruhestätte besuchen, um uns die vergessenen Seiten da zu holen. Ja, also die rausgerissenen Seiten, jetzt habe ich so. Und dann höchstwahrscheinlich aber mit anderer Ausrüstung, weil ich dann jetzt, bevor wir da reingehen, dann offscreen ein bisschen Sammelspaß nutzen werde. Oder ich kann heute wieder nicht reden, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Livos.